Gut Golf aus Valais, Teil 2 meiner ersten Trainingssession mit Danny Wilde hier in der Golfsportmanufaktur. Ich hoffe, ihr könnt da auch unheimlich viel mitnehmen und lernen. Ich will ja Scratch-Golfer werden, ein Handicap von 0 schaffen. Und das versuche ich jetzt mit Danny über den Winter zu erarbeiten. Letzte Woche haben wir schon angefangen und jetzt geht's weiter. Das ist Danny. Hi Danny. Hi. Gut Golf heißt es immer so schön. Ja, gut Golf. So, jetzt geht's los. Jetzt wird geschlagen. Warte mal. Was soll ich für ein Eisen nehmen? Wie wärmst du dich normalerweise auf? Pitch. Ja, dann mach das. So, ein paar Schläge. Das Ziel ist der Force Pedal, den ich da vorne hingelegt habe. Dieses kleine Gummiteil da unten. Da ist das Ziel. Ist das, wie du dich aufwärmst? Oder? Normalerweise nehme ich zwei Eisen, also übereinander und mache dann wirklich so ein bisschen. Jetzt haben wir schon eine Menge an Tests gemacht und so. Genau. Also ich stell mich so ein bisschen auf die Range und versuche so in den. Fängst du genau so an? Ja. Also wenn ich auf die Range gehe, ja. Ehrlich? Ja. Das kann ich dir nicht empfehlen. Also, du meinst erst ein bisschen stretchen? Also leicht zu machen. Also ich meine, der Jimenez macht ja so ein Aufwärmprogramm, was ein bisschen komisch ausschaut mit seinen Knien, was du gesehen hast. Dieses hier. Nee, ja, kenn ich diese nicht. Nummer. Ganz witzig, das hat aber alles seine Bewandtnis und ist alles ganz, ganz toll. Im Prinzip solltest du ein bisschen Herz-Kreislauf, also einen Tick auf gut, der Stelle. Was ich immer mache, ist zur Range joggen. Okay, gut, cool. Hast du erledigt dann. Und dann aber der erste Step dann auf der Range selbst ist dann eben, dass ich mir zwei Schläger nehme und. Sinn macht, wenn du das auch, also Herz-Kreislauf gemacht hast und dann von unten nach oben, von innen nach außen machst, diese zwei Gesetzmäßigkeiten, die kannst du ja mal merken, ist auch biomechanisch das immer dasselbe. Es passiert alles von unten nach oben, von innen nach außen und dann von der einen Richtung zur anderen Richtung. Du hast gejoggt, fängst an, die Füße zu kreisen, die Knie zu kreisen, dann kommen zwei, drei Sachen aus diesem Test eben, also eben hier dieses Kippen, dann kommt das Rotieren, dann kommt das Rotieren, dass das alles schon so ein bisschen in diese Form kommt, dann gehst du raus an die Arme, ja, das Stretching, Arme, Rotieren, mit Schläger, vielleicht auch mit zwei Schläger, vielleicht nimmst du dann einen Schläger auch mal und lässt den quasi mal für den Unterarm so nach unten wandern, ja, und du gehst richtig hier so mit deinen Fingern runter und jetzt aber nach oben auch wieder, wird es schon schwerer, genau, richtig, aber das reicht dann auch, das ist dann, wärmt den Arm auf, ja, das ist schon wichtig. Dann, wie viel Zeit würdest du einplanen vor einer Runde? Stunde 10. Ja, Stunde 10. Dass immer. Du so eine Stunde hast für eine Turnierrunde. Ja, ja. Und macht natürlich auch ganz einfach ausgedrückt, control the controllables. Also was du kontrollieren kannst, das kontrollierst du auch. Also 1,5 Stunden vor Startzeit stehst du auf der Range, beruhigt das Ganze auch. Ja? Und im Übrigen am besten auch beim Training oder bei einer EDS-Runde. Weil es gibt auch viele, die einfach nur ihre Bälle hauen und kann auch mal gut sein, aber dann trainieren die halt dieses Bälle hauen. Und dann kommen sie auf den Platz und machen hier die große Pre-Shot-Routine-Lampe, ja, die sie noch nie gemacht haben. Das bringt halt nichts. Auch dieses Aufwärmprogramm sollte trainiert werden, ne? Dass man das integriert einfach zu seinem Golfspiel, dass das definitiv immer mit dabei ist. Das ist eine Routine. Ja. Das ist wirklich, also wenn du ambitionierte Spieler siehst, die machen das, ist mandatory. Du machst das Ding jedes Mal gleich, zusätzlich zu allem anderen Sportprogramm, ja, aber dieses Warm-up, ganz krass. Also ich meine, kann sich die Rippe brechen, zerren, selbst mir selber passiert dieses Jahr, weil ich wie ein Kleinkind einen Driver ausprobieren wollte. Kalt. Und nach langer Zeit der erste Schlag so toll war, dass ich gleich einen zweiten schlagen wollte und dabei habe ich mir die Rippe geprellt, das ist natürlich dämlich und unprofessionell war, aber hat sich gelohnt, diese 4 Wochen Schmerzen, Rippenprellung. Nein, hat es nicht und deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, sich professionell aufzuwärmen. Ja? Also reicht es nicht, mit Sitzheizung zum Golfplatz zu fahren. Der Klassiker, im SUV. Genau. So, Rücken ist ja schon ganz geschmeidig jetzt hier. Man muss schon mindestens auch eine Lenkradheizung haben, also, dass die Finger wenigstens ein bisschen warm sind. Genau, richtig. Um dann am ersten Tee mit seinem 450-Euro-Treiber zu stehen und Socke zu schlagen. Über seine Existenzprobleme zu reden. Dass das alles so schwer ist im Leben. Genau, ja, also alles schon da gewesen. Also das mit den zwei Schlägern finde ich gut. Als letzter Part vom normalen Warm-up. Jetzt wird ein bisschen aufgewärmt, jetzt machst du ein paar Schläge. Jetzt mach ich mal die, so wie du das machen würdest, fang mit
kleinen an und werde größer. Ja, ja, genau so mache ich es auch. Also ja. je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und wenn du mit dem aufgewärmt bist, sagst du mir auf einer Skala von 1 bis 10, wie die nächsten 3 Schläge sind. Alle ein bisschen dünn getroffen, da würde ich sagen, ist auch ziemlich weit geflogen. Ja, einen Meter, ne? Okay, 10 ist das Beste. Mhm. Dann war das eine 4. Okay. Also nicht optimal. Ja. Sich besser angefühlt. Hat auch ungefähr meine Pitching Wedge Länge. Gebe ich dem mal eine 8. Okay. Sie auch gut angefühlt. So ein bisschen länger. Würde ich aber auch eine 8 geben. Also bist du beim Pitching Wedge ungefähr bei 120 Meter. Wenn ich es voll treffe. Ja. 6er Eisen. Mhm. So Länge bei 1 und 3 finde ich okay. Und mein Driver und ich sind manchmal Freunde, manchmal Feinde. Ist das deine Kurve? Gefällt dir die Kurve? Wenn ich den Driver anständig treffe, ja. Und wenn ich einen guten Driver-Tag habe, dann schaffe ich von 10, 5 bis 6, so genau wie ich sie will, dann ist der schon gerade und fliegt gerade und hat eigentlich keine Kurven. Die meisten Driver, die ich habe, gehen nach rechts. Sehr positive Sachen auch. Also du hast eine Schlägerkopfgeschwindigkeit von 112, 113 Meilen. Das ist echt hoch. Also für, ich glaube, Tour ist gerade 109 oder so. Aber es gibt natürlich auch welche mit 133, 35, sonst was. Ja, schau sie dir an, die jetzt gerade da vorne mithauen. Umso positiver bin ich gestimmt, wenn ich die anderen Daten außenrum sehe. In Zusammenhang mit der TPI-Testung und den Daten, die ich jetzt da sehe. Also ich sehe eine Unbeweglichkeit und ich sehe so ein paar Daten, die dazu führen, dass der eben mit 112 Meilen irgendwie so 100, da hast du 128 bis 100 jetzt 38 Carry da irgendwie gehauen. Denke ich schon, dass da noch mehr Musik drin ist. Mit den anderen Werten gepaart, mit dem, also jetzt hier beim ersten, hat es ja noch gestimmt hier, sieht man, wo der Grund liegt, warum das Ding jetzt so nach rechts kurvt. Aber ich frage dich jetzt noch intensiver. Also die Ballflugkurve geht eher nach rechts, du hättest gerne einen geraden Schlag. Wie ist es von der Höhe? Magst du den eher hoch oder magst du den eher flach? Ich bin nicht krass hoch. Aber ich bin auch nicht flach. Also ich glaube, ich bin so ein Mittelding. Manchmal denke ich mir, okay, der könnte schon noch ein bisschen höher fliegen. Mhm. Aber da experimentiere ich gerade auch so ein bisschen mit Tee. Wie hoch muss ich ihn aufziehen, um die und die Höhe, die ich will, zu kriegen? Also das, aber da bin ich momentan halt auch. Also für deine Schlägerkopfgeschwindigkeit bist du eher auf der flachen Seite. Mag Sinn machen in England ab und zu mal, ja, und auf den harten Fairways von Schottland. Kann aber, was den Carry-Bereich angeht, schon ein paar Einschränkungen auch mit sich bringen. Ich finde, da sollten wir deutlich höher gehen. Okay, mhm. Der war jetzt gepullt, der ist sehr flach, aber hier der Rest, ja. 13 Meter. Und dann kommst du hier irgendwann mal hier auf 27,9 bei einer Schlägerkopfgeschwindigkeit von 112,7 ist das zu, ich finde das zu flach. Also mhm. Ich finde 35 darf schon gehen. Ja. Bei dir, du bist stark genug, hast eine krass schnelle Bewegung und hier steht auch dieser leichte Cut, ja, dieses leichte rechts weggehen. Ich würde, was die Kurve angeht, mir nicht vornehmen, einen geraden Schlag zu machen. Zumindest kerzengerade, sondern immer mit einer Tendenz arbeiten. Das macht schon alleine deswegen Sinn, weil es auf dem Platz ein taktischer Vorteil ist. Also du schließt eine Seite aus. Jemand, der einen geraden Ball schlagen möchte, immer und vom Abschlag immer Mitte Bahn zielt, nimmt sich 80% von dem weg, mhm. weil er halt nur 50% rechts und 50% links Platz hat. Und so passieren die meisten Fehler. Also diese geraden Schläge, klar beim Eisen und so, aber die Tendenz, diese leichte Tendenz, die darf immer gegeben sein. Ja, also das ist jetzt dein 6er Eisen und davor ist halt dein Pitching Wedge. Und du siehst ja in den 3 Schlägern, wo eher deine Stärken liegen mhm. und wo Potenzial ist, dass wir das verbessern. Wo verlierst du die meisten Schläge auf der Kurzes Runde? Spiel.
Ist das tatsächlich so? Wie kurz? Also so alles Inside? Um die 100 Meter ums Grün rum. Deswegen, also eigentlich ist der Driver gerade hier nicht so aussagekräftig, finde ich. So, was erkennen wir da jetzt? Gewichtsverlagerung auf dem rechten. So, das eine ist Menorca und das andere ist Mallorca. Okay, cool. Nein, das sind deine beiden Füße rechts und links und je röter das ist, desto stärker ist da die punktuelle Belastung. Und hier siehst du die Verteilung von rechts und von links, die prozentuale. Und auf der rechten Seite sieht man so ein bisschen die Kraftübertragungen. Also hier in dem Fall frontal-horizontale Krafteinwirkung auf die Platte während des Schwungs. Also rechter Fuß und linker Fuß. Und das parallel zur Bewegung oder synchronisiert mit der Bewegung hier auf der rechten Seite in dem kleinen Video. Und hier sieht man also, wie du stehst am Anfang. Du stehst also einen Tick weiter rechts wie links, was wir ja auch, wo wir uns wiedererkennen vom TBI-Test. Mhm. Ja, hier Setup, eher zu viel rechts. Jetzt geht's los. Kleine Bewegung geht nach rechts. Gewicht verteilt sich hier 70% auf den rechten Fuß und zwar auf den rechten Außenfuß vorne. Ja, mhm. Das ist ganz leicht erkennbar. So, okay. Und jetzt gehen wir hier weiter. Du verlagerst dann dein Gewicht gut nach links. Auch hier auf den eher vorderen Fuß und kommst dann kurz vorm Treffmoment hier auf den eher ganzen Fuß. Du machst ja jetzt eine Bewegung, ich habe da auch ein gewisses Bild, wo das hingehen kann und wird, aber die ist natürlich jetzt vollkommen eingespielt, ja, und das Bewegungsmuster jetzt irgendwie aufzubrechen, muss halt behutsam sein und nicht, kannst du nicht von heute auf morgen irgendwie jetzt 10 Sachen irgendwie so, dann, du hast sehr viel Positives im Schwung, wollte ich sagen, ja, du hast einen krassen Druck am Ball, du hast eine Konstanz auch, irgendwo am Ball ein paar Sachen in. Mir gefällt der Griff nicht wirklich. Ja, da ist die rechte Hand, die hast du eher so ein bisschen zu schwach am Griff. Ja, die bewirkt, dass die Schlagfläche im Treffmoment eher in die offene Richtung gehen wird. Du musst sehr viel mit den Händen rotieren, dass das halt wieder square wird. Wenn du denn jetzt mal einen Treffmoment mir memest. Ja, also zeig mir mal die Position, wie du stehst im Treffmoment. Oh. Sicher. Ich muss einmal gedanklich nachmachen. Also, ja. Ist gar nicht so leicht, sich das vorzustellen. Ich weiß aber gerade nicht, was ich mit meinem rechten Bein mache, ehrlich gesagt. Also, ja, eben. Also ich meine, wenn du einen Nagel in die Wand haust, was machst du? Ich nehme den Nagel und fasse ihn je nach Länge halt so ein Stück unterm Kopf an und haue die ersten zwei vorsichtig rein, dass ich mir halt nicht auf die Finger haue. Mhm. Und dann nehme ich die Hand weg und batsch. Genau, okay. Also, und der Fokus ist wo? Sich nicht auf den Finger zu hauen. Ja, aber der Fokus... Okay. Nein, natürlich den Ball, also den Nagel in die Stelle gerade reinzuhauen, wo ich ihn halt haben will. Mit der Mitte des Hammers den Nagel zu treffen. Dass er halt nicht rechts, Fokus. Links sich verdreht. Genau, ja. Richtig. Das heißt, du hast eine krasse Vorstellung, die motiviert ist durch Schmerzvermeidung. Ja? In dem Fall. In dem Fall, ja. Wie du diesen Nagel in der Mitte triffst. Ja. Schauen wir uns das jetzt mal hier an. Wie deine Vorstellung vom Treffmoment denn tatsächlich hier ist mit dem Eisen. Siehst du das hier? Aha. Ist das die Vorstellung, oder wenn du jetzt das vergleichen würdest mit irgendeinem Tourspieler oder so, die du haben möchtest? Nee. Frage, möchtest du gerne unter den Ball kommen, möchtest du gerne auf den Ball kommen? Unter. Okay. Was würdest du machen müssen, um unter den Ball zu kommen? Bisschen zurücklegen, lehnen. Mit dem 6er-Eisen unter den Ball möchtest du? Nee, eben nicht. Das ist Quatsch, das will ich ja eher mit Wedges. Einer der Gründe, warum das nicht funktioniert bei dir, weil du möchtest nie wirklich, außer beim Driver, den nach oben hauen, sondern immer von oben auf den Ball drauf. Mhm. Das Positive ist,
du kommst gut von oben auf den Ball drauf. Das braucht man jetzt nicht ansprechen, aber die Vorstellung von unter dem Ball ist definitiv falsch. Wenn wir das jetzt nochmal anschauen, was ich gerade aufgenommen habe, die Vorstellung vom Treffen mit. Es gibt viele Leute, die kommen, die haben irgendwelche Ideen im Kopf, die Positionen, die sie irgendwo im Kopf haben, wo sie denn hin sollen und wo sich das dann mal gut angefühlt hat, weil sie in dieser Position waren. Und mir aber nicht sagen können oder es vormachen können, wie sie gerne dem, um was es eigentlich geht, in dem Treffmoment, wie sie da stehen möchten. Ja, also da wissen die wenigsten, wie sowas auszuschauen hat. Hier der Treffmoment, wenn du den Ball so quasi von over the top coverst, also von oben triffst. Manche haben auch eine gute Vorstellung, können es bloß nicht nachmachen. Aber wenn man das jetzt mal hier anschaut, schau das mal, dann ist das hier deine Position, wie du dir vorstellst, also die frontale Aktion, wie du den Ball treffen möchtest. Also es ist nur mal ein Bild, ja. Das sieht nach Golf aus und das nach, ich kack mir gleich in die Hose. Der Witz ist halt einfach, wenn du dir irgendwas vornimmst, was du oben irgendwie machen möchtest und dann aber keinen Link zu dem Hauptthema hast, dem Treffmoment, und das in Verbindung mit der Richtung, wie der Ball halt und Höhe, wie der Ball fliegen möchte, dann wird es schwer. Mir ist es wichtig, eine sehr, sehr gute Vorstellung vom Treffen und der Kurve, die der Ball halt quasi danach machen soll, muss in dieser Situation zu haben, bevor man irgendwie eine Bewegung anfängt. Und da haben wir es eigentlich jetzt schon quasi auf den Punkt gebracht. Das Erste, woran wir arbeiten müssen, ist die richtige Vorstellung vom Treffmoment und dann ein Aufbauen von kleinen, immer größer werdenden Bewegungsausmaßen, ja, dass man sich daran orientiert, und natürlich muss es dann irgendwann auch eine Schwungidee geben, ja, in der Position bin, aber die darf auf gar keinen Fall den Link zum Treffen des Balles verlieren. Und das ist auch so eine Sache, die kann sich ja, die kann man in jeder Situation im Leben hast du das, ja, weil du ein Ziel hast, das Ding muss dahin oder der Nagel muss in den Kopf oder ich klatsche mit den Händen zusammen. Das ist mein Hauptthema neben dem, was wir alles machen, ist, hab erstmal eine gute Vorstellung vom Treffmoment. Okay. Was will ich denn schaffen? Also ich will quasi, dass im Treffmoment die Hände vorm Ball sind. Richtig, genau. Das würdest du zum Beispiel gar nicht wollen würden. Und jetzt können wir technisch arbeiten. Mhm. Wenn du jetzt deine Hüfte aus dem Weg drehst, dabei dein Bein hier ein bisschen streckst und das Gewicht aber auf dem linken Fuß hast, ja, das ist ja das, was beim Dings auch rausgekommen ist, so, richtig, und du wärst jetzt hier, dann zeigt die Schlagfläche wohin? Nach rechts. Nach rechts, genau, mhm. Richtig, so fliegt er nach rechts. Das mhm. machst du zweimal mhm. und dann sagst du, ja, ich muss was ändern. Ich muss was ändern. Aber anstelle da unten das Ding in den Fingern so ein bisschen zu drehen, damit das wieder gerade ist, dass die Bewegung, die Transition und der Transfer hier funktioniert, fängt man an der großen Lampe rumzuschrauben. Also kommt mehr over the top, kommt mehr von außen, schwingt vielleicht viel mehr nach links, als notwendig ist. Und dann fängt es halt an. Ja? Dann ist halt die Schlagfläche meist dann auch noch leicht offen zur Schwungbahn. Und dann fangen die großen Kurven an. Ja? Also, und dabei wäre es so simpel. Ja. Ja? Einfach mal die Mitte vom Nagel anvisieren und da zu treffen. Und darauf folgen die Bewegungen. Es ist so einfach. Ja. Puh, also ich gehe jetzt mal nach Hause und setze das alles um, auch gedanklich. Was ist meine Hausaufgabe, Danny? Ja gut, wir haben jetzt eine ganze Menge gemacht. Deine Hausaufgabe wäre jetzt, du nimmst die 20 deiner Lieblingstourspieler, von denen nimmst du im Treffmoment einen Screenshot, mhm. schaust sie an, gleichst sie ab mit deiner Vorstellung, nimmst dich auf oder gehst vor einen Spiegel zu Hause, wenn man nicht rausgehen kann, und schaust, dass du in diese Position des Treffmoment kommst. Ja, einfach mal, um das zu festigen, was wir heute gelernt haben, gesehen haben. Eine Menge Input für mich und auch für euch mit unheimlich viel spannenden Insights und Tipps von Danny Wilde. Seid gespannt, wie es weitergeht. Über den Winter ganz viele Trainingsvideos mit Danny Wilde. Good Golf, bleibt mit dabei, kommentiert fleißig und lasst vor allem ein Abo da. Und ja, dann bis nächste Woche. Good Golf, Danny. Good Golf.